Schiffes aus Koh Samui. Wir fahren jetzt nach Koh Tao. Kommt hier nämlich nicht so klar. Koh Samui, Koh Tao ist alles das Gleiche. Und ich habe die Erfahrung gemacht, also auf Koh Samui verarschen dann die Taxifahrer. Einfach von vorne bis hinten. Unser Hostelmanager hat uns jetzt hierher gefahren. Sonst Strecke, wie viel hast du gesagt? 3,4 Kilometer? 4? 3,4. Und der Taxifahrer wollte dafür 300 Baht haben. Das sind zwar immer noch nur 8 Euro umgerechnet, aber hey. Alter, wenn man zu Hause mit dem Taximeter fährt, dann zahlt man für 3,4 auch keine 8. Nee, also das wäre teurer als zu Hause gewesen. Punkt 1. Und Punkt 2, ey, in Bangkok hätten wir dafür 40 Baht bezahlt wahrscheinlich, wenn überhaupt, ja. Ja, 40, 50. Also hier merkt man schon, die wissen ganz genau, dass sie die Touris ausnehmen können. Die lassen auch nicht mit sich handeln. Also wir haben versucht, mit dem zu handeln, das hat ihn überhaupt nicht interessiert. So von wegen, nö, Festpreis. Der hat mich dann angeschrien. Ja, der hat ja angeschrien, wo ich dachte, okay, was soll denn das, ja. Also man merkt, zumindest mein Eindruck ist, die Thais in Bangkok und Chiang Mai sind ganz andere Thais als jetzt hier auf den Inseln. Also lasst euch da nicht so gleich verunsichern und geht einfach weiter zum nächsten. Irgendwann kommt einer, der sagt, hey, besser gar nichts als besser etwas als gar nichts. Also wenn ihr billig einkaufen wollt, nicht in die Tourizentren gehen, sondern nehmt euch die Zeit und geht vielleicht einen Kilometer weiter weg, wo es dann auch nicht mehr so schön aussieht, ein bisschen schäbiger ist, aber dafür kosten die Sachen nur die Hälfte und es ist genau das Gleiche. Wir melden uns aus Koh Tao wieder und ich freue mich jetzt besonders auf die Shark Bay. Also das ist wirklich etwas. Brauchen wir morgen wieder einen Roller. Wir brauchen einen Roller und wir brauchen eine neue Taucherbrille. Und einen neuen Schnorchel. Schnorchel. Herzlich willkommen in Koh Tao. Ich bin jetzt in der Hotelanlage, wo wir die nächsten 2 Tage verbringen. Wir gehen heute zur Shark Bay. Ich hoffe, dass wir ein paar von diesen Haien sehen werden. Und dass wir auch quasi vom Wasser her, dass wir auch was sehen. Weil bisher war es eigentlich immer so, wenn ich tauchen oder schnorcheln war das Wasser halt so trübe, dass man eigentlich nichts gesehen hat hier. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen anders, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht die besten Hoffnungen oder die größten Hoffnungen dazu habe. Gestern haben wir ehrlich gesagt nicht mehr viel gemacht, deswegen sind wir heute früh aufgestanden und es geht zur Shark Bay. Also das ist der Strand, die Shark Bay, wo wir eben schnorcheln waren. Und ihr seht, also sieht aus wie ein Paradies, ne? Ja. Gestern hat es geschüttet, als wir hier ankamen. Und heute bestes Wetter. Und auch das Schnorcheln hat richtig Laune gemacht. Und wenn ihr mal anschaut, wenn ihr das mal mit Mallorca oder sowas vergleicht, hier ist fast nichts los. Also man hat den Strand zwar nicht für sich alleine, aber
verglichen mit europäischen Stränden ist das hier schon echt leer. In the beginning, there was time.